Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Batman Arkham Origins mit Eiskaltes Herz. Wir sind jetzt in Gothcorp und wir sind immer noch auf der Suche nach Mr. Freeze und dem Pinguin. Wir haben ja in der letzten Folge hier gesehen, wo wir hier aufgehört haben. Und jetzt haben wir hier ein paar Gegner. Nicht da wieder hoch. Junge, du musst doch mal rüber. Hallo, Junge. Mir reicht's mit diesem Cape. Ich bring dich unter die Erde. Deine Leiche. Habe ich den letzten Wunsch frei? Nö. Die Typen waren bewaffnet. Wie hast du das gemacht? Wo bringen sie Ferris hin? Mr. Boyle? Sie waren auf dem Weg Richtung Treibstoffforschung. Die ganze Anlage wimmelt von den Typen. Haben Sie die Codes zu dieser Sicherheitstür? Nein, ich habe keine Freigabe. Mein Chef aber schon. Sie haben ihn ins Biolabor gebracht. Durch die Lobby. Ich stelle sicher, dass die Ihrem Chef nichts antun. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ausgang. Okay, wir kommen hier ja nicht weiter gerade. Ja, los, hüpf doch mal hoch hier. Wieso springt der denn jetzt nicht? Hallo? Ich will doch nur, dass du hier hochspringst. Jetzt gleite. Junge, ist das anstrengend. Manchmal ist der Batman richtig anstrengend. Wenn man auch ja nicht weiß, was der so macht hier. Hör dir das Geflänner an. Du solltest beten, dass er nicht da rauskommt, sonst bist du im Arsch. Na, durch die Tür kommt jetzt nichts mehr durch. Bist du sicher, dass das so schlau war? Was, wenn wir da rein müssen? Ach, mir doch egal. Das ist die Fledermaus! Ach, verdammt, wo hat er... Ach, jetzt hat er... Ja, Alter. Echt jetzt. Ich kann noch. Was? Ist der noch nicht tot? Junge, ey. Da springt da oben rüber und macht diese Eisschicht kaputt. Und lass doch den Scheiß einfach. So. Nee, warte mal. Wir müssen jetzt hier, genau. Raus den Lumpen da. Die waren hier ducken. Ah, okay. Das ist nicht witzig. War das nicht witzig? Ich sehe nichts. Scherz?
Na komm schon! Ich meine, wir tragen ja einen dichten Schutzanzug, wisst ihr? Oder nicht einen dichten, aber einen dicken Schutzanzug. Da kann man ja schon mal so eine Granate abhören, aber die haben einfach bloß Jeans und irgendwie was an. Da passiert ja auch nichts. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hier hin? Wir sollen hier irgendeine Karte, die Codes besorgen. Achso, von hier kommen wir. Okay. Du sagtest doch, du seist hier der Boss. Also warum plötzlich so schüchtern, hä? Sei mal etwas hilfsbereiter. Ich... Oh, wir sind Scharfschützen. Doch. Ich kooperiere. Weiß ich doch, aber wir haben alle unsere Jobs. Und meiner ist es, dir eine Kugel zu verpassen, wenn ich das Gefühl habe, dass du mich anlügst. Ich sagte doch, es gibt hier keine Waffen, nur Pflanzen und Gewebeproben. Ja, erwähntest du schon. Also, glaubst du mir? Weißt du was? Ich glaub dir ja. Aber ganz ehrlich, ich liebe meinen Job einfach. Oh Gott. Was ist dieses ganze Zeug? Tiefkühlfraß? Nee, da steht, sie wollen Pflanzen bei niedrigen Temperaturen anbauen. Ist denn die Erderwärmung kein Begriff? Nein, bei richtig niedrigen Temperaturen, wie auf dem Mars. Ernsthaft? Das ist ziemlich cool. Mars? Verhungern nicht schon genug Leute auf diesem Planeten? Füttern wir jetzt auch noch Marsmenschen durch? Du hast echt keine Fantasie, weißt du das? Wieso kann ich denn nie die ich haben will, Sprungangriff? Oh, hier war einer, ne? Umgekehrt das Ausschalten. Weg von mir! Bewegt euch, los! Jetzt geht's! Er ist da! Ich seh dich da oben! Ich komm hier nicht hoch. Die Fledermaus, hier drüben! Wenn wir hier bleiben, sind wir tot. Wir müssen ihn aufscheuchen. Ihr geht vor. Oh, konnte ich den jetzt nicht, ja? Oh, hat... Oh Gott. Der Tipp sitzt doch, ja, ey. Warum hat er den jetzt nicht weiter gewirkt? Ging das nicht, oder? Und so läutet man das neue Jahr ein. Shit. Das war blöd. War richtig blöd. Du sagtest doch, du seist hier der Boss. Also erstmal finde ich das ein bisschen affig, dass ich hier nicht bei jedem hier irgendwie so was machen kann. Ich kooperiere doch. Ich kooperiere. Weiß ich doch. Aber wir haben alle unsere Jobs. Und meiner ist es, dir eine Kugel zu verpassen, wenn ich das Gefühl habe, dass du mich anlügst. Ich sagte doch, es gibt hier keine Waffen. Nur Pflanzen und Gewebeproben. Ja, erwähntest du schon. Also... Was zum... Dir nach, predigen wir ihn! Seh dich da um! Pass auf! Wenn ich ihn nicht sehe, kann ich ihn auch nicht abknallen. Er kann nicht weit sein. Wo ist denn der jetzt? Der war doch hier gerade. Da.
Ich werde so müde. Ah, verdammt. Ha! Hab ich dich! Du hast deine Position verraten! Was hat er getan? Irgendwas habe ich da doch gesehen! Das war blöd. Scheiße. Was hat er getan? Okay, die sind eingefroren. Hey! Hat er den jetzt ausgeschalten? Nee, natürlich nicht. Oh, ey. Was kann der eigentlich? Außer sich ständig hier abknallen zu lassen. Schlammerappe oder was? Er kann nicht weit sein. Ich hab genug hiervon. Wo kommt er? Ah! Wartet, ich komme! Ah! Lass ihn mich nicht haben, ihn hier drücken! Ah, Mensch, Alter, diese scheiß Scharfschützen! Ah, Kasse Scharfschützen! Jungs, schafft ihn hier raus! Und knallt nicht in die Ware! Die ist viel wert! Ich hasse diese Scharfschützen. Ah, hätte ich den doch vorhin da eingefroren gelassen. Aber die befreien sich irgendwie alle wieder. Kann das sein? Das war heute zum dritten Mal jetzt hier. Krieg im Föhn, ey. Also warum plötzlich so schüchtern, hä? Sei mal etwas hilfsbereiter. Ich kooperiere doch. Ich kooperiere. Weiß ich doch. Aber wir haben alle unsere Jobs. Und meiner ist es, dir eine Kugel zu verpassen, wenn ich das Gefühl habe, dass du mich anlügst. Ich sagte doch, es gibt hier keine... Heute ist mein Glück. Nun wirf doch die rauf, Bornwall. Es ist vorbei. War das eine Granate? Da kann nicht weit sein. Wir müssen den Mistkerl unbedingt finden. Das ist er! Ich sehe ihn! Dieser Fledermaus-Typ! Nein! Oh, noch fick dich! Hier der Boss. Also warum plötzlich so schüchtern, hä? Sei mal etwas hilfsbereiter. Ich
Kooperiere doch! Ich kooperiere! Weiß ich doch, aber wir haben alle unsere Jobs. Und meiner ist es, dir eine Kugel zu verpassen, wenn ich das Gefühl habe, dass du mich anlügst. Ich sagte doch, es gibt hier keine... Zu mir! Ich hab ihn! Ah, hat er den jetzt noch? Irgendeine... Mit dem Rauch verwischt er seine Spuren! Auf die Beine mit dir. Hey! Oh! Wie weit bist du? Lass mich los! Jetzt hat er ein Versteckspielchen. Was? Sind wir hier im Kindergarten? Ach du Scheiße! Wie hat er das gemacht? Verfluchte Scheiße! Mich. Du hältst dich für so verdammt schlau, oder? Hey, ich hab für sowas keine Zeit. Nein. Wir stecken echt in der Scheiße. Helft mir mal! Warum machst du sowas? So leicht mache ich sie nicht. Da ist er! Jawoll! Oh. Geleckt. Scheiße, scheiße, scheiße. Bedrohung extrem, ja, das war extrem. Wertung C, begnadeter Jäger. Naja, ich weiß ja mal nicht. So, jetzt müssen wir, glaube ich, zu dem Wachmann den Code hier holen. Ach du Scheiße! Ich hab dich auf GNN gesehen! Du hast mir das Leben gerettet! Sie haben die Codes, die ich brauche, um in die Treibstoffforschungsanlage zu gelangen. Hab ich. Hier, nimm sie. Du wirst Mr. Boyle retten, oder? Innerhalb von GovCorp ist es nicht mehr sicher. Sie müssen hier raus. Keine Sorge. Ich plane nicht hier zu bleiben. Und vielen Dank. Nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen von ganz Gotham. So, dringen in den Sicherheitsbereich ein. So, wir müssen jetzt wieder quasi zurück. Kommen wir hier durch? Nee. Wir müssen da oben lang. Wachpersonal sofort zur Treibstoffforschung. Nicht autorisierter Zugriff erfolgt. So. Alfred, wie kommst du mit dem XE-Anzug voran? Langsam, Sir. Ich stoße hier auf Eisformationen, die mich behindern. Die Thermalhandschuhe würden Ihnen da sicher helfen. Ich werde mich beeilen, Master Bruce. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, wir sind also noch ja nicht so weit, dass wir hier irgendwas haben. Zum Pinguin. Oh, zum Geier bleibt Fitzi. Er sollte uns hier mit dem Zugangspass treffen. Ich weiß. Deswegen frage ich ja, wo er bleibt. Warum fragst du dann uns? Wir waren die ganze Zeit bei dir. Lass den Scheiß. Der Pinguin steckt in Schwierigkeiten. Wenn wir ihn nicht erreichen, geht es uns bald ähnlich. Also was jetzt? Ich schätze mal, wir warten weiter auf Fitzi. Ich kann es kaum erwarten, wie du dem Pinguin diesen brillanten Plan... Oh, nein! Anwendung dieser Forschung gehört die Möglichkeit, in unserem Leben Nahrung anzubauen. So
Bam! Jawohl, Alter. Vor die Blässe. Oh nein. Zwei gleich. Oh nein. Was glaubt dieser Spinne? Erledigen Sie. Nein. Ich hier irgendwas, womit ich hier hochkomme. Nein. Ich komm nicht hoch, oder? Ich muss hier kämpfen. Ich krieg hier einen Föhn. Und der hat doch schon eine Pistole oder eine Waffe jetzt dabei. Ach, leck mich doch am Arsch hier. Wie willst du das? Ach komm, Junge, halt die Fresse. Ah, diese Rage hier schon wieder, Mann. Da kann doch nicht wahr sein, dass jetzt da zwei kommen und die holen sie da ohne alle irgendwelche. Nicht hin. Sorry, kriegt nicht hin. Los jetzt, Jungs! Nee, scheiße. Scheiße. Ich muss die hier irgendwie rinlocken. Okay, noch einer weg. Fuck. Wie hast du das gemacht? Oh, wo kommt denn der jetzt? Hat der auch die ganze Zeit gelebt? Der hat doch nicht einen Anschlag gerade gemacht. Wie soll... Komm, lass rein hier. Komm, bring um. Ja, schön. Bist der Beste. Bist der ganz Beste. Der geht mir auf den Sack hier. Halt doch die Klappe, Mensch. So, mit dieser schönen Agro-Laune werde ich jetzt hier erstmal Pause machen und hier rausgehen, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Jedenfalls nicht für diese Folge. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da noch vorgehen soll. Problem ist einfach, diese zwei Typen da, die da ihren Eis schießen und dann mittendrin sind die Pisser da mit ihrer Maschinengewehre noch. Es ist doof. Freunde, wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.